Hi, hier ist Florian Friedrich von Florians Bassunterricht. In diesem vierten Teil zum Thema Spielen mit dem Metronom geht es um deine Phrasierung. Denn du kannst das Metronom nicht nur dazu benutzen, dein Timing und deinen inneren Groove zu verbessern, sondern es eignet sich auch hervorragend dazu, deine Phrasierung zu trainieren. Und das geht ganz einfach, mit ungefähr unzähligen Übungen. Aber ich fange mal einfach an. Stell dein Metronom mal auf ein langsames Tempo. Ich nehme 42 Beats pro Minute. Und das sind jetzt deine Viertel. Und jetzt spielst du Sechzehntel. Und zwar immer ein Fragment von vier Noten. Sagen wir, die ersten vier Noten einer Dur-Tonleiter, in G-Dur zum Beispiel. Du spielst also vier Noten ab dem Grundton, ab dem G, und dann vier Noten ab dem zweiten Ton, dem A, vier Noten ab dem B, vier Noten ab dem C und so weiter. Das Prinzip ist klar, oder? Zum Erklären spiele ich jetzt nur über eine Oktave. Sinn der Sache ist es allerdings, dass du alles über den ganzen Hals spielst, rauf und auch wieder zurück. Im PDF habe ich dir alles wieder ein bisschen ausführlicher aufgeschrieben. Ich spiele es dir einfach mal vor. Und wieder zurück. Und jetzt aufgepasst. 1, 2, 3. Kurz ein wichtiger Tipp, damit du nämlich die einzelnen Runden an einem Stück spielen kannst und den Klick nicht immer wieder neu abzählen musst, hältst du die letzte Note, den Grundton, bei dem du wieder ankommst, einfach für 3/16 aus und fängst dann wieder an. Somit verschiebst du den Klick auf die nächste Zählzeit. Ich mach's dir mal kurz vor. Wenn du beim Grundton angekommen bist, dann zählst du 3/16 und spielst dein Viertöne-Fragment wieder von vorn. 1, 2, 3. Und du siehst, beim zweiten Durchlauf spielst du jetzt also genau das gleiche Lick, nur klingt dein Viertelklick jetzt auf der zweiten Note deiner Phrase. Und denk daran, den Grundton wieder 3/16 lang klingen lassen. 1, 2, 3. Jetzt bekommst du den Klick auf die dritte Note deines Licks. Und bei der vierten Runde ist der Klick auf der vierten Note. Aufgeschrieben wird es noch deutlicher, was da passiert. Du kannst sehr schön sehen, dass der Klick bei der ersten Runde immer auf der ersten Note einer Vierergruppe ist. Dann bei der zweiten Runde immer auf der zweiten Note einer Vierergruppe. Bei der dritten Runde immer auf der dritten Note einer Vierergruppe. Und bei der vierten Runde immer auf der vierten Note einer Vierergruppe. Somit verschiebst du den Schwerpunkt deiner Betonung und übst auf diese Weise deine Phrasierung. Das war jetzt ein recht einfaches Beispiel für ein Fragment. Aber du kannst natürlich auch alle anderen Tonreihen mit vier Tönen nehmen. Zum Beispiel ebenfalls aus der Dur-Tonleiter eine andere Reihenfolge. Oder du nimmst Arpeggios, die bestehen auch aus vier Noten. Du siehst, die Möglichkeiten sind eigentlich grenzenlos. Diese Übung ist wirklich sehr gut, da du auch gleich dein Gehör schulst. Denn durch die Verlagerung der Betonung klingt dieselbe Phrase immer ein bisschen anders und bekommt sie eine andere musikalische Bedeutung, eine andere Dynamik, einen anderen Flow, eine andere Energie, eben eine andere Phrasierung. Im PDF habe ich dir, wie gesagt, diverse Übungen und Phrasen aufgeschrieben. Auch ein paar kompliziertere, wie zum Beispiel dieses G-Dur-Pentatonik-Lick. Wie gesagt, damit ich die Übung ohne Unterbrechung spielen kann, spiele ich in diesem Fall zwischen jeder Runde immer eine 3/16 lange E-Note, ein 3/16 langes E. Und somit verschiebe ich stets den Klick für die nächste Runde eine 1/16 weiter.
Ich habe jetzt nur den Weg nach oben gespielt und fange dann immer wieder beim Grundton an. Deine Hausaufgabe wäre jetzt allerdings, dir selber den Rückweg rauszusuchen. Wenn du also oben angekommen bist, dann spiel dein Fragment auch wieder von oben nach unten. Deine Griffbrettkenntnis wird sich hundertprozentig verbessern. Lade dir das PDF mit den Übungen und den Beispielen wieder unter diesem Video auf floriansbassunterricht.de runter. Und hast du noch Fragen oder Kommentare, dann schreib sie mir auch einfach wieder unterm Video ins Kommentarfeld. Und teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat, gerne wieder auf Facebook, Google und Twitter. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß!